Ich bin Larissa und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal Papieratelier von Larissa. Hallihallo! In diesem kurzen Video zeige ich euch eins meiner älteren Werke, nämlich ein Fotofolio. Dieses Überblickvideo ist rein zu Inspirationszwecken gedacht. Das Durchblättern wird nur ganz kurz ausfallen, da ein Fotofolio eher ein kleines Mäppchen gepaart mit einem Fotorahmen geworden ist. Ich zeige euch einige Details, auch vom Nahen, um die besonderen Punkte hervorzuheben und euch die Gelegenheit zu bieten, sich das besser anschauen zu können. Die Größe des Folios im zusammengefalteten Zustand misst nur 14,5 auf 14,5 cm. Die Breite ist auch nur knapp 1,2 cm. Der Vorteil bei so einem kleinen Projekt ist, es ist relativ schnell hergestellt, man benötigt nicht wirklich viele Materialien, man kann auch durch das Format wunderbar das 6x6 Zoll Papier nutzen. Wenn man die Rückseite zählt, dann gibt es insgesamt 7 Oberflächen, um Fotos anzubringen. In meinem Falle habe ich 2 davon etwas aufwendiger gestaltet. Das ist dafür gedacht, dass das Folio, anders als ein Album zum Beispiel, wie ein Fotorahmen auf den vorbereiteten Fototrägern mit Fotos versehen, dann aufgeklappt zum Beispiel auf einem Regal aufgestellt wird und so dann die volle Wirkung entfaltet. Dieses Fotofolio habe ich im Rahmen eines gemeinsamen Projektes unter der Leitung der Scrub-Künstlerin Jelena Margun hergestellt. Dafür möchte ich mich bei Jelena ganz besonders bedanken. Es hat mir wieder so viel Spaß gemacht, gemeinsam zu kreieren. Ihr Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn das so war, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr den Abonnieren-Knopf drückt. Habt ihr Fragen? Lasst es mich unter dem Video im Kommentarfeld wissen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und kreativ. Bis zum nächsten Mal. Eure Larissa.